Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Rossmann-Haul für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist nicht unbedingt viel Beauty in diesem Haul, das muss ich vorab sagen. Und die Beauty-Produkte zeige ich euch zuallererst. Also ich wollte eigentlich einen Pool haben und ich wollte eine Catrice Surprise Box haben, die ich euch aber auch noch separat in einem Video vorstellen werde. Ich habe ein Produkt gesehen, was als neu deklariert war und ein Eco-Tool ist. Planet Me wollte ich ausprobieren. Bio Blender fand ich ganz interessant und deswegen habe ich mir den gekauft. Und hier steht drauf Plant Me. Hier kann man irgendwas pflanzen? Ich weiß nicht. Ich glaube, kannst du den Blender einpflanzen und dann kommt ein Baum mit ganz vielen Beauty-Blendern daraus? Ich glaube, es eher weniger, ne? Nein, also irgendwas kannst du da auf jeden Fall machen. Das ist für sensible Haut, bla bla. Einmal pro Woche sollst du den, was? Moment. Einmal pro Woche darfst du den reinigen und du musst den ersetzen alle 30 Tage? Nein. Das fände ich jetzt aber ein bisschen blöd, muss ich gestehen. Ich hoffe, dass er mir länger hält. Meine Sponges, ja, die reinige ich jedes Mal. Oh, ich hoffe, dass er auch meine Waschmaschine überlebt. Denn da kommen die immer rein. Ich reinige die immer per Hand vor und dann kommen die in die Waschmaschine. Ich hoffe nicht, dass er sich da drin zersetzt, ne? Okay, der ist biologisch abbaubar. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich muss es mal austesten. Ich werde euch dazu ein Update geben. Und ja, schauen wir mal. Und etwas, was ich auf jeden Fall noch gebraucht habe, sind Invisibobbles gewesen. Da habe ich mir tatsächlich die Originalen bestellt. Kurz nachdem ich meine Bestellung getätigt habe, habe ich noch, ich glaube, 3 Packungen davon in meinem Schrank gefunden. Läuft bei mir, ne? Ich habe gedacht, ich würde sie brauchen. Hatte aber eigentlich noch ganz schön viele davon da. Läuft. Nein, also ich verwende immer diese Telefonkabel-Haargummis, ne? Entweder die Originalen, die sind tatsächlich am reißfestesten, die halten am besten. Oder die nachgemachten. Es dauert noch ein ganz kleines bisschen, bis die ganzen Adventskalender kommen. Dann habe ich wieder eine Flut an Invisibobbles bei mir zu Hause. Aber ja, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder 3 Stück da. Reicht ein kleines Weilchen. Aber bei mir gehen die immer recht schnell. Opa, um das mal so zu sagen. Es gab auch so eine kleine, so einen kleinen Briefumschlag. Da gab es dann Sachen für Umme mit dabei. Kommen jetzt auch noch in den Beauty-Part, denn wir hatten zuallererst einen Lippenstift mit drin. Das fand ich super witzig. Von Revolution. Steht jetzt keine Farbe so drauf. Das ist so ein weinroter Lippenstift. Und der war jetzt einfach für Umme mit dabei. Das fand ich ganz nett. Man hat ja immer so Pröbchengeschichten dabei. Ich habe sowas zuhauf als Farbe da, ne? Das heißt, den werde ich demnächst mal verlosen. Dann hatte ich noch eine Packung Tempos, also Alouette-Taschentücher mit dabei. Finde ich auch cool. Sehr entspannt. Ich glaube, das ist so die Winteredition gewesen, die die jetzt noch raushauen mussten. Denn jetzt aktuell sollte man nicht unbedingt Wollsocken tragen und einen Kuschelpulli. Ich glaube, das ist ein bisschen warm, ne? Aber finde ich gut, kann ich gut gebrauchen. Von Mo Skin Tow haben wir hier ein Pflaster mit drin. Und das finde ich sehr interessant. Ich denke, das werde ich mir gleich nach dem Duschen drauf machen, weil ich habe überall Mückenstiche. Also ich bin übersät davon. Und das finde ich natürlich praktisch, wenn das ein Pflaster ist, das für Mückenstich sein soll. Ich gucke mal. Das ist so eine Raute. Kleben Sie das Moskito-Pflaster auf den Stich, ohne vorher zu kratzen. Ja. Das nicht auf offene Wunden kleben. Okay, da muss ich gucken, welchen ich noch nicht angekratzt habe, denn ich habe schon sehr viele Mückenstiche bei mir aufgekratzt. Denn das macht man ja automatisch, ne? Ja, finde ich interessant, werde ich mir da mal gleich irgendwo auf die Beine oder so, da habe ich bestimmt noch irgendwelche feinen Stellen draufkleben. Dann habe ich hier noch einen Probiertee von Puka mit dabei gehabt, das finde ich auch ganz nett. Kamille, Vanille und Manuka Honig, das ist, ja, vielleicht hat man jetzt einmal Halsschmerzen, man weiß es nicht. Werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Standzeit. Hä? Puka steht für Nachhaltigkeit. Mhm. Was für ein Stand? Wo stehen die denn? Weiß ich nicht. Ja, ist aber schön, ne? Finde ich toll. Ich mag gern Tee. Im Sommer jetzt eher kalt. Dann habe ich eine Testgeschichte von eher Roxon oder sowas. Eine Motivfliegenfalle. Da haben wir 2 Stück als Testmuster hier drin. Finde ich auch sehr, sehr praktisch, denn letztens habe ich noch gedacht, Mensch, wir haben aktuell schon wieder ganz schön viele Fliegen bei uns rumfliegen. Das geht mir schon wieder auf die Nerven. Okay, das ist aber hübsch. Das ist richtig hübsch. Ich hoffe, man sieht das. Und da sollen die dann, also es ist halt schöner, als wenn du das so in diesen Fensterrahmen klebst, weil hier hast du halt wirklich noch so ein Muster mit drin. Das gefällt mir. Das kommt bei uns in die Küche und ins Wohnzimmer. Schön.
so viel zu den Gratis-Geschichten. Dann habe ich mir hier noch diese Catrice Pricebox bestellt. Die werde ich mit euch in einem separaten Video öffnen. Oder habe ich schon wahrscheinlich geöffnet. Verlinke ich euch dann mal hier oben im i. Bin ich sehr gespannt drauf. Das war auch eine relativ günstige Geschichte, ne? Genau. Und das war es dann so viel zu Beauty. Und jetzt kommen wir zu... Brauch dich! Mehr oder weniger. Okay. Als allererstes habe ich mir für unsere Wäsche einen Hygienespüler sensitivwäsche Desinfektion geholt, ohne Parfüm und Duftstoffe. Sowas, ja, verwende ich eigentlich ganz gerne. Auch wenn dann gesagt wird, nee, das ist nicht so gut für die Haut. Manche sagen das tatsächlich, ne? Ich lese das immer mal wieder in den Kommentaren, wenn ich sowas in die Kamera halte. Ich könnte auch sagen, Mensch, dann halte ich halt die Hälfte von meinem DM oder Rossmann-Haul mit den normalen Haushaltsprodukten zurück und zeige euch das nicht mehr. Fand ich aber halt auch irgendwie dämlich und habe mir gedacht, ja gut, dann nehme ich halt solche Kommentare in Kauf. Aber nö, also mache ich halt bei mir mit in die Wäsche rein. Immer nur so ein Stritzer, jetzt nicht super viel. Man kann die Wäsche auch komplett damit waschen, wenn du halt eine richtige Desinfektion oder so in der Art haben möchtest. Beseitigt 99,9% der Bakterien sowie Pilze und spezielle Viren. Das finde ich halt auch eine gute Geschichte. Ne? Das ist auch fürs Gefühl immer eine ganz gute Geschichte. Mache ich immer mit in die Wäsche. Wir brauchten Küchentücher und dann habe ich mir von Alouette 6 Stück geholt direkt. Das sind die Recycling-Küchentücher, extra saugstark und reißfest. Das finde ich immer sehr sympathisch. Ja, aber wir verwenden nicht viel davon. Ne? Wir verwenden das zum Beispiel in unserem Biomüll. Da bildet sich halt irgendwann auch Schwitzwasser, ne? Wenn du da Lebensmittel vielleicht, wenn du einen Teller nicht leer gegessen hast oder ein Reststück Pizza oder so reinpackst, dann ne, hast du Schwitzwasser. Und das sammelt sich dann ja irgendwann unten im Eimer. Und da machen wir halt immer unten in den Eimer rein 3 von diesen Küchentücher-Viechern, Blättern. Und das kommt dann auch mit in den Biomüll, wenn das dann entsprechend wegkommt, der sagte, der drin ist. Weiß er Bescheid. Okay, ja, so viel zu unserem Müll. Toll. Okay, dann, ja, wir grillen aktuell sehr viel, aber wir haben halt auch einen Kamin. Aber hauptsächlich grillen wir gerade sehr viel, weil wir haben wir haben so viele Grills. Mein Freund ist so ein Grill-Fan. Finde ich aber gut, dann hat er nämlich draußen quasi seine kleine Outdoor-Küche. Aber der Grill muss natürlich auch öfters mal gereinigt werden. Und dann hatte er mich darum gebeten, dass ich ihm auch Grillreiniger mitbestelle. Und ich wäre nicht ich, wenn ich viel zu viel bestellt hätte. Denn ich habe auch bei bei DM eine Bestellung aufgegeben. Und da habe ich, glaube ich, auch 2 mitbestellt. Das ist aber noch auf dem Weg. Ja, dumm. Okay, zuallererst habe ich den nachbestellt, den wir auch zu Hause haben. Der ist echt gut von Pref Power, der gegen Fett und Eingebranntes. Ja, also der ist wirklich schön. Ne? Den kann man gut zum Grillreinigen nehmen, den kannst du auch zum Backofenreinigen sehr, sehr schön nehmen. Und wir machen halt viel im Backofen, auch wenn du so Kartoffelspalten machen wir oft dort oder Gemüse einfach im Backofen. Da sind wir ja HelloFresh-Kunde und da passiert halt viel bei uns im Backofen und das spritzt. Und dann muss man den auch mal öfters reinigen. Ist auch ein Part von meinem Freund, was ich immer sehr sympathisch finde. Und ja, das habe ich ihm dann nachbestellt. Ist ziemlich gut, sagt er. Und das habe ich einfach mal zum Ausprobieren mitgenommen. Das ist von Domol, der Backofen- und Grillreiniger. Ultra Power Formel. Das ist halt so ein Sprühvieh, ne? Also, dass du halt wirklich da oben dann drauf drückst und dann... Genau, ist halt eine Sprühflasche. Genau, ich habe mir gedacht, das wäre ganz witzig. Keine Ahnung. Ich glaube, da kommt dann... Oder es wird dann Schaum oder sowas. Keine Ahnung. Jo. Ne, kann er sich austoben. Ebenfalls für die Küche, weil ich letztens unseren Handmixer geschrottet habe, habe ich einen neuen Handmixer mitbestellt für 14,99 €. Ist jetzt nicht das hochwertigste Teil der Welt, aber so selten, wie wir den verwenden, ist es, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Ne? Ich mag auch die Ideenwelt, das werden wir gleich auch noch sehen. Die haben immer schöne Angebote, finde ich. Also ich habe da auch meinen Epilierer her zum Beispiel und viele andere Dinge. Die haben wirklich für einen guten Preis immer so nice Teile dabei. Die halten für eine gewisse Zeit. Hier hast du 24 Monate Garantie sogar mit dabei, was ich auch schön finde. Ich glaube, unser, der jetzt kaputt gegangen ist, den hatten wir noch in einer alten Mietwohnung. Also der müsste auch schon 8 Jahre sein oder so. 10 Jahre? Haben nicht Mama und ich uns den gekauft, als meine Eltern sich getrennt haben und wir in die Wohnung gezogen sind? Und das war vor 11 Jahren? Boah, krass. Dann hat er aber schon ganz schön lange gehalten. Das muss man wirklich sagen. Nö, und jetzt haben wir halt einen neuen geholt. Da hast du sowohl Knethaken als auch Rührhaken mit dabei. Kann man sich nicht beschweren, ne? Ja, es ist halt ein Handmixer, was willst du da groß zu sagen? Und ab und an, eher selten, backe ich auch mal einen Kuchen und so. Und ja, dann kann man sich das gönnen. So, dann habe ich Probleme mit unseren Rosen. Und zwar habe ich da Ameisen dran. Ich weiß nicht, wie ich diese Ameisen wegkriege. Falls ihr da irgendwelche guten Tipps habt, was jetzt nicht irgendwie eine ultra krasse Chemiekeule ist, schreibt mir das bitte in die Kommentare, denn ich habe wunderschöne Rosen. Ich habe euch da auch schon auf Insta zugefragt.
falls du mir dort noch nicht folgen solltest. AI, du IP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ja, denn ich liebe meine Rosen. Ich habe ein Stämmchen, das habe ich von meiner Oma schon vor Jahren geschenkt gekriegt und das wächst und gedeiht bei uns. Aber dieses Jahr sind da die doofen Ameisen dran. Wahrscheinlich, weil da halt auch Läuse dran sind. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Und da habe ich mir gedacht, okay, die Ameisen bekämpfe ich jetzt. Und da habe ich mir jetzt diese Ameisenköder bestellt. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich habe mir das so gedacht, von der Denke her, ne, dass ich diesen Ameisenköder in der Nähe von diesen Rosensachen aufstelle. Ich habe ja auch so einen kleinen Rosen-Mini-Garten, ne? Dann lege ich das halt so draußen hin und dann kommen die da so rein. Und weil es ist ja auch draußen, dieses Bild, ne? Und dann bringen die das, was auch immer da drin ist, an Gift ins Nest und dann sterben die. Ja, es ist böse, aber das nervt halt, ne? Und es ist halt Ungeziefer. Wir lieben unsere Tiere. Wir haben ja ein ganz, ganz tolles Biotop. Wir haben wundervoll, ne? Wirklich, auch da, folgt mir auf Insta, da teile ich sowas. Aber ich brauche sowas echt nicht, dass die an meine Rosen gehen, dass die an meine Himbeeren, Brombeeren, also an meine Beerensträucher gehen und so weiter. Deswegen möchte ich die bekämpfen. Falls man dann noch irgendwie was gegen die Läuse unternehmen muss, weil Ameisen, glaube ich, Läuse fressen. Ich habe keine Ahnung. Ich teste mich auf jeden Fall jetzt in dieser Hinsicht einmal durch und werde euch berichten, ob es geholfen hat. Und ja, genau. Deswegen. Also die werde ich jetzt auf jeden Fall mal dann auslegen. Ich weiß nicht, ob 2 reichen. Für 3 Monate reicht das. Also ich habe da meinen Rosengarten. Da hinten habe ich meinen, habe ich dann meinen Gemüsegarten, wo dann auch die Beerensträucher sind. Und vorm Haus habe ich dann auch noch das Rosenbäumchen. Ich habe jetzt nur 2 bestellt. Ich bin auch ein Depp, ne? Aber egal, wir probieren das jetzt erstmal aus und dann kann ich ja immer noch nachbestellen. So, etwas, was ich von Nexalotte schon mal letztes Jahr auch gekauft habe und echt gut fand, auch das hält 3 Monate. Das kommt jetzt wieder bei uns in den Biomüll. Fliegenfrei Mülltonnenhänger. Das hält es weitestgehend ab. Also gerade wenn es jetzt so hell ist, dann kannst du nicht viel dagegen unternehmen, aber es hilft halt, dass da keine Maden kommen, weil Maden entstehen ja durch die Fliegeneier und das kommt halt, weil die Fliegen in der Mülltonne hocken und sich da vollfressen, ne? Und sich denken, hey, hier ist es cool, hier vermehre ich mich und dann hast du auf einmal so ein IBAR-Müll. Ja, wir haben jetzt auch überlegt, unsere Mülltonne einfach mal woanders hinzustellen, das wäre auch mal eine Idee, ne? Dass die halt nicht pick in der Sonne stehen, wobei da eigentlich Nordseite ist, aber trotzdem kriegen die da ja Sonne ab, irgendwie. Weil irgendwas scheint da ja hin. Egal. Ja, und das kommt da auf jeden Fall jetzt wieder rein, dass wir jetzt diesen Sommer da einigermaßen auch wieder Herr werden des Ganzen. Ich habe noch ein bisschen mehr Haushalt. Und zwar habe ich gesehen, das fand ich cool, das ist glaube ich neu, ne? Von Frosch ohne Bügel. Klemmt hygienisch unter dem WC-Rand. Das muss ich mir echt mal angucken. Gab es in 2 verschiedenen Sorten. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr Sorten von gab, aber die 2 habe ich mir bestellt. Das ist halt so WC-Frischgedönsen. Und wir haben 2 Klos, ein Gästeklo und ein Hauptklo. Und ich glaube, das Hauptklo bekommt uns bei uns die Himbeere, weil ich mag ja gerne rosa. Und die Limone kommt dann aufs Gästeklo. Ich weiß es nicht. Und das wird dann da wahrscheinlich irgendwie halten. Ja, und ohne Bügel finde ich auch immer eine ganz gute Geschichte. Wir haben im Gott, das wollt ihr doch bestimmt gar nicht wissen, oder? Wir haben auch ein spüranloses Klo bei uns. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, mit dem Ding da drum zu friemeln. Deswegen fand ich das mit diesem ohne Bügel ganz praktisch. Keine Ahnung, das werden wir nachher mal versuchen anzubringen. Und ich hoffe, dass das alles ganz gut funktioniert und schön Frische gibt. Ebenfalls fürs Klo habe ich etwas bestellt, wenn ich schon mal mit dabei bin. Das war bei der Höhle der Löwen. Und ich habe jetzt gesehen, dass es bei Lidl jetzt auch noch im Angebot ist. Naja, ich habe es jetzt bei Rossmann in der Ideenwelt gefunden. Und das ist diese ganz spektakuläre Klobürste mit Lotus-Effekt. Das finde ich lange halten, Leute, ne? Also dieser Lotus-Effekt. Aber das, die Bürste an sich ist aus Gummi oder aus Silikon. Und das kann man halt eben draußen super mit dem Wasserschlauch sauber machen. Und dann hast du halt nicht dieses, was man halt schnell in der Klobürste hat und weswegen die so schnell spackig aussieht. Ich glaube, das liegt an dem Rost von dem, wo die ganzen Prompelviecher ja drin sind quasi, ne? Wenn du normale Bürste halt hast. Und dann wird die ja irgendwann so, ja, rostbraun halt. Das ist ja kein Kram von uns halt, das ist dann ja von der Klobürste an sich. Und wenn das rostet, sieht das blöd aus und dann wechselt man die ja aus. Man wechselt die ja eigentlich also einmal im Monat, aber egal. Auf jeden Fall kannst du das ja auch viel besser einfach mal abspülen. Ich hoffe, dass die auch generell einfach wertiger sein wird und haltbarer sein wird, weil die war ganz schön teuer. Aber ich habe mir gedacht, komm, für unser Klo gönne ich uns mal. Die Lumade Silikon WC Bürste funktioniert optimal in Verbindung mit Wasser. Die Verwendung beim Spülvorgang liefert somit perfekte Ergebnisse. Die gelegentliche Verwendung von herkömmlichen WC-Reiniger beim Reinigungsvorgang ist zur Pflege ausreichend. Auch guck. Ja, vielleicht. Mal gucken. Langlebiges Silikon, Edelstahl-Design und so. Keine Ahnung.
Reinigungskopf made in Germany. Ich bin da wirklich gespannt drauf, ne? Ja, ich kann ja die Verpackung ins Aufgebraucht-Video packen und euch dann in einem Monat oder so mal dazu berichten. Wäre, glaube ich, ganz cool, ne? So, jetzt kommen wir mal zu Auto. Keine Ahnung. Also mein Freund hat mir mal vor Jahren so eine Autohalterung für mein Handy gekauft, weil ich habe auch so eine Bluetooth-Einrichtung bei mir. Und ich liebe es, wenn ich dann meine halbe Stunde Arbeitsweg habe, auf dem Rückweg zu telefonieren. Mit meiner Oma, mit Mama, mit Papa, mit meiner Tante und so. Und ja, dann also so diese generellen familiären Anrufe, die man immer mal wieder tätigt, ne? Und ja, da hatte ich halt eine Halterung für mein Handy. Aber irgendwie, ich habe mein neues Handy, mein Samsung A50 eigentlich schon echt eine ganz schön lange Weile, aber ich habe mir nie eine neue Handyhalterung bestellt und jetzt gab es für 5,99 die hier und da habe ich mir gedacht, dass die wo passen könnte. Die ist nämlich geeignet bis 8,5 cm Smartphone breit und das fand ich eigentlich ganz gut und das kommt jetzt bei mir ins Auto, das kannst du so in diese Lüftung klemmen und dann geht die Party ab. Also das habe ich mir schon ganz gut vorgestellt, ne? Ich hoffe, dass das alles soweit so gut hält. Muss ich mal schauen. Genau. Genau, weil die alte, die ich hatte, die hat hier, glaube ich, irgendwas hat die, die hatte hier, glaube ich, so Haken noch drumrum. Und da ist mein Handy einfach mit der Handyhülle zu dick gewesen. Genau. Und das soll wohl funktionieren, hoffe ich. Dann habe ich noch was bestellt. Das ist eigentlich auch eher so aus designtechnischen Gründen, weil unser Bügelbrett steht eigentlich mehr so rum, als dass wir es benutzen. Selten mal, wenn wir eine Bluse bügeln oder so oder ein Hemd. Das ist wirklich super selten. Aber ich fand den Bügelbrettbezug nicht mehr schön und habe mir jetzt aus der Ideenwelt für 3,99 einen neuen bestellt. Ja, der ist jetzt, weiß ich nicht, ist der jetzt super beautiful? Ich weiß es nicht, ne? Also soll dann ja quasi so aussehen auf dem Bügelbrett. Bin ich mal gespannt. Aber das soll wohin hauen. Ach, und so einen neuen kann man sich auch mal gönnen, ne? Das sollte wohin hauen. Wie man sich selber überzeugt, dass man richtig eingekauft hat. Okay, dann habe ich von Ipuro was gesehen. Essentials Ipuro Reggae Summer. Deswegen habe ich es bestellt tatsächlich. Das ist so ein Raumduft. Ja. Und das war irgendwie neu gekennzeichnet und ich bin ja immer zuerst, wenn ich bei Rossmann halt im Onlineshop am Stöbern bin, ich hoffe, dass ich bald mal wieder in den Laden rein kann, aber ne, gucke ich bei den Neuheiten und da fand ich einfach Reggae sehr witzig. Ich rieche nur diesen WC-Stein hier. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wonach genau das riecht. Wird dann verwendet, sobald ich einen leer habe bei uns. Die stehen halt immer bei uns in den Räumen rum. Ich wurde übrigens auch gefragt, ob Sammy das irgendwie stört, wenn wir überall Raumdüfte haben. Nein. Wir haben ein sehr großes Haus, Leute. Also wenn ich so ein Ding bei uns in einen Raum stelle, dann ist dieser Raum sehr, sehr groß. Glaub mir. Ich glaube, unser Wohnzimmer hat allein schon 70 Quadratmeter oder so. Also von daher, ne, es verfliegt sich halt schon sehr. Man riecht es halt dann dezent im Raum, aber es ist nicht so, als wäre das super prägnant. Also nein, also da wird Sammy sich auch entsprechend melden, denke ich mal. Das hat für ihn so keine einschränkende Wirkung, glaube ich. Dann haben wir so einen Autospielteppich, den man so zusammen puzzeln kann quasi. Wir haben jetzt unseren Neffen in einem Alter, dass er eigentlich Bock drauf hat, damit zu spielen. Er spielt auch die ganze Zeit mit dem Lego von meinem Freund unter Aufsicht, ne, weil der ist eigentlich noch zu jung dafür. Aber ja, ich habe herausgefunden, dass dieser Autospielteppich total unspektakulär ist, wenn du keine Autos hast. Und der steht total auf Bagger und auf Baustellenfahrzeuge. Und natürlich kommen jetzt auch hoffentlich bald wieder Freunde zu Besuch mit ihren Kindern, die auch alle in dem Alter sind. Und da habe ich doch ein bisschen was bestellt. Und für je 2,49 € habe ich dann solche Dinger bestellt. Das sind Mini-Metallfahrzeuge. Da habe ich mit Schwungradantrieb einen. Ich habe einmal hinten so einen, ne? Die sind schon süß. Und ich glaube, dass die tatsächlich auch größentechnisch genau da drauf passen werden. Ich fand es einfach cool. Ist ab 3 Jahren und die sind bei uns alle so in dem Alter. Kindergarten ab 3 Jahre, ne? Das hier ist alles mit Schwungradantrieb, also dass du quasi schnelle Räder hast. Oh, geil, wie geil. Das lädt man so nach hinten hin auf und dann fährt das irgendwie, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich muss damit noch spielen, Leute. Hier steht jetzt nicht drin, welches Modell das immer ist, aber ich glaube, ich habe alle bestellt, die es so gab. Ne? Das hier ist dann so ein Feuerwehrauto, was natürlich auch total genial ist, ne? Feuerwehrauto ist schon spektakulär. Oh, das wird super schnell abbrechen. Kann man das bewegen? Oh, nein. Oh. Es wird super schnell abbrechen, weil Claudia es abbrechen wird. Okay, man kann es aber theoretisch bewegen. Oh, aber recht vorsichtig, ne? Ist jetzt nicht super strapazierfähig. Das hier auch? Nee, das kannst du nur so ein bisschen drehen. Es wird aber trotzdem sehr schnell abbrechen. Egal.
Ich kenne doch meine Familie hier. Dann hast du hier noch so einen Baggerarm mit dabei. Das ist auch ganz cool. Also für Kinder ist es doch traumhaft, Leute, ne? Wenn man so ein bisschen was zum Rumspielen hat und zum Rumprüddeln. Oh, ich hoffe, dass sie das heilen lassen. Mal gucken, ansonsten hat es 2,50 gekostet. Dann ist es hier so ein, ach du meine Güte, Mischer. Genau, das ist ein Mischer. Sagen wir es ist ein Mischer. Dann noch ein Feuerwehrfahrzeug, aber hier mit einer Leiter. Ich finde das schon cool. Also wäre ich Kind, ich würde tierisch drauf abfahren. Weil so Mädelsachen habe ich auch natürlich, so Barbies und sowas, Polly Pockets. Aber für die Jungs halt diesen Autospielteppich, und es sind hauptsächlich Jungs bei uns tatsächlich. Und das hier ist nochmal auch so ein Vieh mit, so ein Vieh vor allem, ne? So ein Wagen mit Schaufel, aber halt in grün. Ein bisschen gelb und in grün. Läuft, orange, Entschuldigung. Ja, und das Letzte, was ich bestellt habe, habt ihr auch schon auf Insta gesehen. Ich habe mir einen Pool bestellt für 18,99 €. Ist das nicht großartig? Dann habe ich mir einen Infinity Pool daraus gebaut. Und zwar habe ich das dann auch entsprechend befüllt. Ich habe es so hingelegt, dass ich dann quasi auf den Teich gucken kann, während ich im Pool liege. Und ja, das sieht so ein bisschen aus, als würde das mit ganz viel Fantasie, Leute. Aber habe ich mir selber gebastelt, habe mich super damit gefühlt, weil ich bin ja kein Verreisemensch. Ich bin ja ein Mensch, der sich an kleinen Dingen erfreut, vor allem am Garten und so. Ihr Lieben, das war jetzt mein Rossmann-Haul. Es ist ungewöhnlich, weil eigentlich ist das ja ein Beauty-Kanal und ich zeige euch dann ganz viel Beauty-Sachen, die ich im Haul kaufe, aber dafür habe ich andere Hauls. Ja, das waren schon eskalative Produkte hier, ne? Aber ich brauche sie halt in dem Sinne schon irgendwie. Auch nur irgendwie. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.